Liebe Bürgerinnen und Bürger des Schwarzwald-Baar-Kreises, wir freuen uns natürlich, dass Sie sich für den Glasfaserausbau des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar interessieren. Ich bin der Geschäftsführer, mein Name ist Jochen Kabanis und leite den Zweckverband seit über 5 Jahren. Zur Einleitung würde ich jetzt gerne an den Vertreter Ihrer Kommune übergeben. Ja, liebe Fülznerinnen, liebe Fülzner, ich freue mich riesig. Der Breitbandausbau bei Ihnen in Ihrem Teilort startet jetzt. Wir haben schon viel erreicht. Die Kernstadt ist ans Glasfaser angeschlossen. Zollhaus, Randen, Epfenhofen, Nordhalben, Neuhaus, Achdorf ist im Bau. Und wir haben uns vorgenommen, dass jetzt die Teilorte versorgt werden, die bereits FTTC angeschlossen sind. FTTC ist eine alte Technologie und jetzt wollen wir Glasfaser in jedes Haus bringen. Und die Rahmenbedingungen stehen äußerst günstig. Wir hoffen auf eine Bundes- und Landesförderung, nahezu 90% der Summe. Aber was für Sie ganz interessant ist und auch ein großes Argument, da einfach mitzumachen ist, dass der Hausanschluss für Sie, wenn Sie nicht gerade rund ums Haus verlegen lassen, sondern im direkten Weg, umsonst und inklusive ist. Und ich glaube, das ist eine Jahrhundertchance und ich kann Sie nur motivieren, machen Sie mit, machen Sie gemeinsam mit dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar Ihr Haus fit für das 21. Jahrhundert. Und ich glaube, es gibt Schlimmeres, als mit 100, 200, 500 oder 1000 Megabit durch die Gegend zu surfen. Ich freue mich riesig, dass der Gemeinderat geschlossen hinter dieser Maßnahme steht. Und noch ein kleiner weiterer Ausblick, weil ja nicht nur Fülzner das Video anschauen. Wir werden auch in perspektivisch überschaubarem Zeitraum Riedöschingen, Hondingen und Kommingen ebenfalls an das Glasfasernetz bringen wollen. Aber Fülzen steht jetzt als erstes an, weil wir Fülzen auch einfach brauchen, um die Verbindung Richtung Waldshut-Tingen zu schaffen. Machen Sie mit, seien Sie digital und die Glasfaserstadt Blumberg kommt ein großes Stück voran. Vielen Dank für die informative Einleitung. Ich würde Ihnen jetzt gerne ein bisschen was über den Zweckverband erzählen und warum wir den Glasfaserausbau favorisieren. Ich glaube, in den Corona-Zeiten hat jeder von Ihnen gemerkt, wie wichtig so ein Breitbandanschluss auch sein kann. Und natürlich weiß ich, dass viele von Ihnen überhaupt gar keinen Breitbandanschluss haben, weil sie haben entweder Kupferleitung liegen, VDSL, Supervectoring oder einen Kabelanschluss. Und das reicht halt einfach nicht aus. Es hat davor schon bei vielen nicht ausgereicht. Jetzt in Corona-Zeiten ist es noch schwieriger geworden und in Zukunft wird es mit Sicherheit gar nicht mehr ausreichen. Sie haben es gemerkt, wenn Sie zu Hause arbeiten und mehrere arbeiten von zu Hause aus, wenn die Kinder zu Hause lernen, wir können damit auch viel in der Altenpflege, Telemedizin Ihnen helfen. Und deswegen ist es einfach notwendig, dass wir für jeden so einen Glasfaseranschluss nachher auch ermöglichen. Und deswegen ist es für uns auch die einzig sinnvolle Technik. Wir würden Ihnen gerne das auch noch ein bisschen detaillierter zeigen. Und Sie können dazu im Internet unseren Film anschauen, wo wir ausführlich gezeigt haben, was der Unterschied ist zwischen den einzelnen Technologien. Was Sie natürlich am meisten interessiert ist, wie funktioniert der Ausbau überhaupt bei Ihnen und was kostet es für Sie? Da haben wir natürlich zwei unterschiedliche Fälle, die wir ein bisschen berücksichtigen müssen. Bei den Leuten, wo wir Bundesförderung haben, die sind auch anders angeschrieben worden, ist es so, dass der Hausanschluss prinzipiell umsonst ist. Es ist ganz wichtig, dass er in der Regel umsonst ist, weil wenn Sie natürlich einmal ums Haus wollen, dass wir ums Haus rumgraben, dann ist er nachher nicht mehr umsonst. Aber wenn wir dort reingehen, wie es einfach Sinn macht und wo sonst auch Ihre Leitungen heute reingehen, dann müssen Sie dafür nichts bezahlen und da sind wir natürlich dem Bund und dem Land sehr dankbar dafür. Bei allen anderen ist es so, dass wir, glaube ich, ein ganz gutes Konzept gefunden haben, was aus meiner Sicht extrem fair ist. Öffentlich zahlt die öffentliche Hand, das heißt also der Zweckverband und seine Mitglieder. Und sobald wir auf Ihr Grundstück kommen, übernehmen die Kosten komplett Sie. Wie funktioniert das Ganze? Was wir haben ist, wir haben einen Rohrverband, der im Gehweg bei Ihnen liegt. Der liegt entweder bei Ihnen im Gehweg vorm Haus oder auf der anderen Straßenseite. Dort ist ein Röhrchen drin, was wir vorher geplant haben. Ein blau-rotes Röhrchen hier als Beispiel, das gehört zu Ihrem Haus, schneiden den Verband auf, holen das Röhrchen raus und führen das weiter auf Ihr Grundstück dann. Ab der Grundstücksgrenze haben wir drei Bereiche. Wir haben einmal den Bereich von der Grenze bis zum Haus, wo Sie in Abhängigkeit der Oberfläche ausrechnen können, was es kostet. Dann haben wir die Hauseinführung mit der Grube davor, die Hausvoranführung selber und der Abdichtung. Und die dritte Position ist dann unsere Abschlussdose. Und die Glasfasermontage und natürlich das Messen, ob der ganze Anschluss auch funktioniert. Um die Kosten zu senken, haben Sie natürlich die Möglichkeit, den Graben selbst zu machen, die Hausanführung auch selbst zu machen.
Und wie das Ganze funktioniert, habe ich Ihnen selber mal gezeigt und das haben wir auf Video aufgenommen. Und ich denke, wenn ich das hinkriege, kriegen Sie das bestimmt auch hin. Wir haben Ihnen ja relativ viele Unterlagen auch zugeschickt und wie das Ganze funktioniert und wie man sie ausfüllen muss, dazu haben wir separate Videos gedreht, damit wir Ihnen auch helfen können und Sie das alles richtig machen. Und ich denke, dann ist es auch relativ einfach, wie das auszufüllen ist. Wichtig für uns ist, dass Sie bis zum Abgabezeitpunkt die Unterlagen an den Zweckverband zurückschicken. Den Termin sehen Sie auf Ihrem Einladungsschreiben. Selbstverständlich wollen wir nicht nur bauen, sondern wollen solche Anschlüsse natürlich auch später in Betrieb nehmen. Und dazu haben wir unseren Betreiber Stieler, der ein separates Video ins Netz gestellt hat. Und dort können Sie sich gerne heute auch schon informieren, wie das Ganze funktioniert und wie die Produkte aussehen. Und jetzt ist es natürlich so, dass bestimmt nicht alle Fragen beantwortet werden konnten in dem ersten Schritt. Wir sind für Sie da, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns. Wir versuchen, so schnell es geht, wirklich alle Fragen zu beantworten. Und wir helfen Ihnen, damit wir zusammen erfolgreich das Projekt umsetzen können. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns auf der Homepage. Und jetzt freuen wir uns natürlich, wenn möglichst viele mitmachen und wir möglichst bald mit dem Ausbau beginnen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.